So, Stream läuft, Aufnahme läuft, Pad ist da. Halo Collection, bla. Viel zu lauter Sound, aber egal. Kampagnen. Wenn es so schon losgeht. Ja. So, fortfahren. Ach ja, Dschungel-Level, okay. Guilty Spark, So, aber wir hatten ja letztens noch drüber geredet, gestern Abend. Letztens, ja. Gestern Abend. Egal. Audio. So. Wobei Effektlautstärke auf 60 war, glaube ich, okay, wenn ich mich nicht irre. Muss den Sound für mich vielleicht ein bisschen leiser machen. Wobei, nee, muss ich nicht, weil ich habe den Ventilator gerade an. Dann sollte das hoffentlich so passen. Musiklautstärke, Menü. Ich höre nicht mal irgendwelche Musikstücke jetzt gerade, aber okay. Du auf 100%, ja komm, ich lasse es erstmal jetzt so. Ich sollte eigentlich hinhauen. Gut. Ja. Kann ich die... Oh mein Gott. Oh, Bullshit! Mehrere Sekunden an einem Pelikan. Okay. Es ist anscheinend echt irgendwie ein Achievement. Kann ich irgendwo damit shortcutten? Moment. Einmal machen wir es noch. Dachte echt, ich hätte eine Weile drinnen bleiben können noch. Und dann ist es auf einmal abgehoben. Nein, kann ich nicht. Okay. Ah, schade. Das wäre jetzt nice gewesen. Wenn ich hätte irgendwie mit dem Ding mitfliegen können. Kann ich auch einfach. Ach komm. Lass mich drauf. Nein, 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 nimm mich mit. Ach ja. Bin ich allein jetzt unterwegs oder wie sieht das aus? Keine Bodentruppen als Unterstützung. Zäh. Okay. Eine Pistole, mit der man zoomen kann. Das ist irgendwie interessant. So, dann machen wir, was Pat gesagt hat. Pistol zoomen und einfach mal langsam mit Deckung und so weiter spielen. Ach, jetzt gab es einen Kontrollpunkt, ist klar. Gibt es da nicht irgendwas zu finden außenrum? Irgendwie so secretmäßig? Wahrscheinlich nicht. Gut. So. Mikro noch ein Stück nach links rüber. Ist es jetzt im Bild? Nein. Ist noch schön ausgeschnitten. Gut. Ah, so ein Cruiser ist hier abgestürzt, okay. Und die ganzen kleinen Toiletten. Was sind das eigentlich wirklich für Dinger? Für mich sind das Toiletten. Nebenbei, wie sieht der ganze Kram? Okay. Ich glaube, im Originalmodus ist das Level irgendwie schwerer, eventuell. So sieht man definitiv jetzt mehr. Aber trotzdem, das Spiel hat echt so einen kleinen Weißschleier drüber. Kann das sein? Braucht es eine Allianz, soll das sein? Ah, okay. Ich bleib bei Dixie Klos. Die sehen so aus. Irgendwie ist hier relativ wenig los gerade im Dschungel. Hier oben drauf sein.
bringt auf die Distanz, glaube ich, nicht viel. Zack. So. Ist hier noch was? Nö. Gut. Ach, ich muss meinen Ventilator ausmachen. Oder zumindest noch auf Stufe 1 runter. Der ist nämlich doch recht laut. Und vielleicht muss ich für mich den Sound etwas lauter machen. So. Gut. Mikro wieder ein Stück nach rechts. So. Macht keinen Unterschied, aber irgendwie. Ich mag das nicht, wenn das Mikro nicht genau symmetrisch, asymmetrisch vor mir ist. Mittig. Das war's, worauf ich es gesucht habe. Oh. Da ist auch irgendwas. Irgendwas rennt da von mir weg. Sieht schon wieder alles gleich aus. Ich meine, es ist ein Dschungel, was erwartet man? Aber zumindest ansatzweise? Oh, da oben sind das Wege zwischen den Bäumen. Muss ja eigentlich schon fast, oder? Vielleicht, weil du hier schon warst. Das kann sein, ich bin nämlich gerade irgendwo runtergefallen. Ach, ist das der. Ach, das ist der Spawn-Ort. Ah. Ja, gut. Das ist der Spawn-Bereich. Okay. Gut. Also, ich hab's mir gedacht, dass ich runtergefallen bin. Oh. Hier sind ganz viele Medkits. Auf einmal gibt's hier 5 Millionen Medkits auf dem Boden rumliegend. Nee, gut. Dann habe ich mir das doch nicht eingebildet, dass ich da runtergefallen bin. Gut, gut. Irgendwie geht hier relativ wenig ab. Na sein. Ach so. Ist der Sinn des Levels, dass man diesen Typen im Nebel platt macht. Es ist also quasi nur ein Rundkurs jetzt die ganze Zeit hier. Und ich muss den Typen finden. Kann das sein? Oder geht's doch irgendwo weiter? So. Oder ich muss da weiter. Okay. Ich hab das Gefühl, unter dem Baumstamm könnte irgendwas versteckt sein. Achso, dass sie raten, auf einem höheren Schwierigkeitsgrad wäre jetzt bei dem Turret einer drin gewesen. Ne, gucken wir, was ist. Aber hier ist nichts. Gut. Gut, das heißt, leere Türen sind meistens ein Indiz auf andere Modi auch noch. Okay. Lohnt sich das überhaupt ansatzweise gerade? Ich habe noch nie gesehen, dass das Turret ansatzweise was gebracht hat. Einfach mal gucken. War zumindest Muni. Ich glaube, es bringt nicht wirklich was. Gut. Und gibt's hier irgendwas? Nein. Gut. Nicht schießen, nicht schießen. Und wie ich schieße. Schieß wie ein Weltmeister. So. Da fliegen Lumps rum. Ja, ich dachte mir schon irgendwie so.
Kann man die Dinger einsammeln? Kann man mit denen irgendwas machen? Nein, kann man nicht. Wow. Oh, ich dachte, jetzt kommen ganz viele Gegner mit dem Ding hoch. Ich hätte einen Unsichtbaren erwartet eigentlich. So. Gut. Wie sah es hier sonst aus? So wie, ja, so wie immer halt. Gut. Wann haben die viel geändert? Die haben sogar die 3D-Modelle teilweise geändert. Aber man kann trotzdem dann da nicht hinlaufen, wegen der Textur davon. Und hier ist auch unsauber gearbeitet worden, deswegen. Okay. Gut. Trotzdem nettes Feature. Wenn ich jetzt springe, ist das eine ganz dumme Idee, oder? Na, doch nicht. Halt. Oh, scheiße, ich wollte auch auf dem Dach landen. Mein Schild hat den Schaden aufgenommen. Sieht so etwas technologisch aus. Ja, also der moderne Stil ist halt definitiv mehr Sci-Fi. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, ich finde diesen Stil hier, dieses Dunkle. Das Dunkle ist echt ein bisschen. Das hat ein bisschen mehr Charme. Das wirkt weniger generisch irgendwie und bedrohlicher. Und gruseliger. Und ich finde einfach, das ganze Spiel hat einen extrem starken Blau-Weiß-Stich irgendwie. Zumindest ansatzweise. So, muss ich drauf schießen oder? Oh, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich doch. Kommen die denn jetzt auf einmal her? Ach, von dahinter. Ah. Zack. Boing. Aha. So, wenn man nicht die ganze Zeit Lowlife mehr, also ohne Leben rumrennt und nicht alles gleich aussieht und 5 Millionen Gegner auf einem Fleck stehen, dann läuft das Ganze auch ohne Tode. Kann ich das Ding nutzen? Ja, ich kann tauschen. Gut. Naja, macht aber keinen Sinn jetzt. Und runter. Rambo-Modus. Zack. Genug. Boing. Irgendwas sagt mir, ich muss da oben hin. Zu dem Terminal. Aber auch nur irgendetwas. Oh. Ja. Okay, ich kann nur in eine Richtung. Was war das? Okay. Böse rote Schalter. Ist das ein Fahrstuhl? Nein. Ich kam von da. Wo muss ich? Dann kann ich da hin. Da, wo halt die Gegner rumstanden. Das war ich nicht. Glaube ich. Ich glaube, das war ich nicht. Ich glaube, der Commander oder wie er auch immer. Also welchen Rang er hat,
Der Kies oder Kiss oder wie auch immer. Der hat hier so ein bisschen Rambazamba schon gemacht anscheinend. Okay. Oh, guck mal, die gleiche Halle nochmal. Ach ja. Bin halt schon so ein bisschen verwöhnt, was ich nenne es mal Dungeon Designs angeht. Ja, es ist natürlich für ein Realismus-Gefühl ist es schon so komplett okay, weil halt Stützpunkte und Co. immer bestimmte Formen darstellen, wie sie aufgebaut sind. Aber so Zelda-mäßig ist man es halt gewohnt, dass jeder Raum anders aussieht als der vorherige. Also 3D-Zelda zumindest. Wobei 2D-Zelda ist eigentlich auch weitestgehend in gewisser Weise. Ach, und hier gibt es jetzt alle 2 Meter einen Kontrollpunkt nach einem Gegner. Aus mir macht ihr keins von diesen Dingern! Ich puste euch das Hirn raus! Hört mich nicht an! Hört mich nicht an! Ich werde keiner von euch! Lieber sterbe ich! Sucht euch ein anderes Versteck! Die Biester sind überall! Stellt euch tot! So hab ich's gemacht! Totgestellt! Sie haben die Lebenden geschnappt! Oh Gott, ich höre sie immer noch! Monster! Lasst mich in Ruhe! Sarge, mein Großer. Kennt er mich nicht oder was ist mit ihm los? Sie sind alle weg. Sie haben sie mitgenommen. Fort sind sie fort. Sie sind fort! Kapiert? Fort! Mich kriegen sie nicht! Oh Gott! Ich will nicht werden wie sie! Bitte nicht! Bitte nein! Ein wenig ist gut. Er schießt doch seinen Master schief. Was soll das denn bitte? Sag mal, müsste eigentlich checken, dass ich ihm rein gar nichts tue, oder? Okay, sehe ich das richtig? Oder höre ich das richtig raus? Grunts werden quasi künstlich aus Menschen herangezüchtet. Also so klingt das gerade. Ich will nicht zu einem dieser Monster werden. Ich bin geflohen. Oder halt die Viecher hier, das kann auch sein, aber das klingt gerade irgendwie so, als ob die Grunts künstlich aus Menschen entstanden sind. Oder zumindest entstehen können. Hat es eigentlich irgendwelche Vor- oder Nachteile oder witzigen Animationen, wenn ich den Typen jetzt umbringen sollte, aus irgendwelchen Gründen? Oder ist das einfach egal? Und die Kammer sieht aus wie die Kammer aus dem ersten Spider-Man-Film von 2000 irgendwas. Also mit dem Gas drinne, wo dann der Typ zum Green Goblin wird. Da unten ist nirgends mehr ein Weg frei. Ich muss hier oben jetzt hin, oder? Ja. Und dann sie raten, jetzt habe ich den ganzen Weg wieder zurück, damit ich oben an den einen Schalter komme, den ich gesehen habe. Oh mein Gott. Keine Ahnung. Ja, jetzt bin ich nämlich hier oben. Von hier aus komme ich dann wahrscheinlich zu einem anderen Raum rüber. Ah. Lichtbrücke. Hier sind aber erstaunlich wenig Gegner gerade. Na gut, die sind alle schon über den Haufen gerannt worden, aber trotzdem. Irgendwie? Ich brauche nicht mal das Medkit anscheinend. Oh mein Gott. Und die Musik jetzt auf einmal, das ist das gleiche Gewehr. Okay. Aha. Kann ich hier was drücken? Nein, ich kann hier nichts drücken. Na gut, dann ab in die Testkammer oder was es ist. Ich dachte, hier wird geredet jetzt, aber offenbar nicht. Jenkins.
Ronald Jenkins. Nee, hieß er so? War es Jenkins? Ich weiß gerade nicht. Oh. Aufzeichnung öffnen. Private Jenkins, Wallace A. Abspielen. Mhm. Warum müssen wir uns dauernd diesen alten Kram anhören, Sarge? Weil dieser Kram ihre Geschichte ist. Er soll euch Ledernacken daran erinnern, wofür wir den Kopf hinhalten. Also, wenn die Allianz diesen Teil meiner Geschichte auslöscht, ist's mir nur recht. Ja, besser das als uns. Bieten Sie es Ihnen nächstes Mal an, Bisonke. Wir werden Ihnen sicher gern helfen. Ey, Chef, sieht gut aus. Ich bringe uns runter. Los, los, los! Dranbleiben, Jenkins! Mendoza, Bewegung! Warten Sie auf den Captain und seinen Trupp und dann rein. Sir! Okay, gehen wir! Das ist doch irre! Sehen Sie sich das an! Irgendetwas hat ihn aufgerissen und die Innereien zerfetzt. Was ist das? Plasmatreffer? Möglich, keine Ahnung, ein Unfall. Von den eigenen Jungs aus Versehen erschossen. Was gibt's, Sergeant? Sieht wie eine Patrouille aus. Knallharte Eliteeinheit. Alle tot. Reizend. Freunde von Ihnen? Das wüsste ich. Fein. Machen wir diese Tür auf. Ich versuch's, Sir. Sieht so aus, als hätte die Allianz sie ziemlich gut verriegelt. Ausführung. Ja, Sir. Ich hab so ein mieses Gefühl. Sie haben nie ein gutes Gefühl bei etwas. Sergeant, hört ihr mich? Was geht hier vor, Soldat? Wir haben Sensorkontakte. Jede Menge. Aber die sind nicht von der Allianz. Die machen uns platt. Nein, nein! Corporal, hören Sie mich? Mendoza, sehen Sie zu, dass Sie zum zweiten Trupp kommen. Finden Sie raus, was hier los ist. Aber... Keine Widerrede, Soldat! Ich habe einen Befehl erteilt! Hören Sie, Sarge! Was ist das? Wo kommt das her, Mendoza? Von überall! Es ist... Da! Schaut! Ruhig bleiben! Ruhig bleiben! Zeigt ihn! Die Flut. Die Flut. Okay, hier sind irgendwelche Headcrab-ähnlichen Viecher rumgerannt. Gefühlt hat der Chief aber, also der Commander, jetzt auch nicht wirklich Panik geschoben und geschossen. Irgendwie waren die alle sehr chillig. Verhältnismäßig. Irgendwas ist da hinten. Scheiße. Muss ich rennen oder kann ich die Flut machen? Warum wird das Ganze jetzt in einem Horrorspiel? Okay, man kann sie kaputt machen.
Doop-di-doop-di-doop-di-doop-di-doop-di-doop-di-doop-di-doop-di-doop. Denn da? Wow, wow, wo kommt der denn her? Spawnen jetzt die ganze Zeit nach? Oder wie sieht das aus? Bei meinem Glück spawnen die jetzt einfach die ganze Zeit neu nach. Oh, shit. Sag mal, die spawnen echt immer die ganze Zeit neu, oder? Spawnen sie einen Teleporter oder so, kann das sein? Moment. Ich ruiniere gerade meine ganze Ammo wahrscheinlich, aber... Ach, jetzt kommt sie auch von der Seite. Cool. Oh, was bist du? Oh, was haben wir da? Mutter-Headcrab. Igitt, da sind noch mehr von den Viechern. Igitt. Okay, Moment. Ich glaube, das Vieh habe ich heute in einem Video gesehen sogar. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe heute irgendein Video gesehen, wo sich 1000 Monster-Alien-Jäger irgendwie in einer Hütte im Wald saßen und irgend so ein Monstervieh kam rein, hat alle gesehen und ist dann langsam wieder rückwärts rausgegangen. Zack, irgendwas ist da noch. Hä? Nebenbei guten Vorabend. Peter? Ich habe nicht gelesen, was du geschrieben hast, nur dass du irgendwas geschrieben hast. Auf meinem Radar ist noch irgendwie ansatzweise ein roter Punkt. Also, hä? Oder soll ich jetzt zurücklaufen? Wahrscheinlich soll ich jetzt zurücklaufen. Kann das sein? Wahrscheinlich. Ich sehe nämlich hier keinen weiteren Weg in dem Raum. Die Musik ist überhaupt nicht laut. Oh, shit. Ach komm, von beiden Seiten wieder. Uncool. Lass mich raten, die respawnen wirklich die ganze Zeit? Wobei, ich habe gerade einen Kontrollpunkt gehabt, von daher... Okay. Nichts machen hier. Noch 40k Knapppunkte und dann gibt es den Ziel und Burra. Ah, dann so. Ja, nein. Das hatten wir gestern Abend. Ich muss sowieso bei den Kanalpunkte-Belohnungen mal gucken, was ich da mache. Oh, interessant. Jetzt fighten die für mich da unten. Ach, jetzt ist hier die. Warte mal, die Tür war. Ah, die Tür hinten ist jetzt auf. Okay. Denn. Empfehlungen und so weiter muss ich echt mal. Zumindest. Deaktivieren. Muss mal gucken, was man da machen kann. Ich habe noch das schwarze Witzebuch. Das mit den Witzen muss ich auch irgendwie ein bisschen genauer definieren. Weil das sonst überhand nimmt hin und wieder. Wenn man dann 10, 15 Minuten irgendwie Witze vorlesen muss. Das ist echt unpraktisch irgendwie. Außerdem, damals gab es die Dinger gar nicht. Hör auf, dich durch den Boden zu glitschen, scheiß Mistvieh. Die Flat. Ja, tolle Eigenschaften. Was überhand bei uns? Ja, ich wüsste ja nicht, wer sonst. Und wo kam ich jetzt? Die einzige... Die Tür... Licht da unten hin? Eigentlich nicht, oder?
Das ist ein neuer Raum. Ah, das ist der Raum vom Anfang, kann das sein? Ja, macht ihr mal. Ich sehe nicht, warum ich gegen euch kämpfen sollte, wenn ihr da eh schon gegeneinander kämpft. Ah, scheiße. Hätte sich auch bestimmt hier durchschleichen können. Ach nein, jetzt ein kleiner Mini-Viecher wieder da. Igitt! Ist ekelhaft. Ja, ja. Aber der Level gefällt mir schon deutlich besser als der letzte. Der letzte war einfach Bullshit. Aber der hier. Wie lange braucht. Oh, scheiße, warum? Was war das denn jetzt? Wieso bin ich auf einmal nach vorne geschubst worden irgendwie? Ich meine, ich bin zwar ein Stück nach vorne gegangen, aber doch nicht so heftig schnell. Komm, geht weg. Wo bleibt mein Fahrstuhl eigentlich? Der ist abgestürzt. Oh, das heißt, kann ich überhaupt irgendwas in dem Raum hier machen? Also von unten kommen Viecher hochgekrabbelt, das sehe ich, aber... Ganz vielen Flammen. Oh, das habe ich nicht gesehen. Ich bleibe aber dabei. Das heißt, ich kann hier nichts machen, oder? Gut. Ja, zurück. Oder? Ist da unten eine Tür? Nö, auch nicht. Warum gehe ich in den Raum rein, lassen Dings abstürzen und dann wieder zurückzugehen? Okay, ich gehe nochmal ganz kurz wieder hin. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich jetzt hier nichts machen kann. Alle Headcrab-Dinger besiegen. So. Die Dinger können an Wänden laufen. Sehr interessant. Ja, macht ihn mal da unten. Okay, ich glaube, ich kann ja nichts machen. Gut, dann nächster Schritt, einfach hier runterspringen, oder? Das sind aber so viele. Aber zumindest da runterspringen, wo die Tür ist. Jetzt brauchst du eben einen anderen. Ah, warte mal. Da ist noch eine Tür. Die haben die sich gerade gegenseitig umgebracht. Da war ja was. Oh, ja. Gute Idee, nicht runterzuspringen. Ist das... Was ist das für eine Waffe? Ist das die Sniper? Nee. Ist das eine fucking Shotgun? Es ist eine fucking Shotgun. Oh mein Gott, Schrotgewehr. Es ist eine Shotgun. Finally. Ja gut, die Frage ist halt... Will ich die kleine... Ja gut, Pat. Die kleine Pistol oder die, das Sturmgewehr? Weil im Nahkampf habe ich ja jetzt eigentlich sowieso die Shotgun, deswegen. Die Shotgun hat auch. Ja, gut, die hat relativ viele Schüsse. Sturmgewehr und Shotty, ja, gut. Habe ich mir fast schon gedacht, dass ich das so rum machen sollte, besser. Weil die Piste ist ja angeblich Armor-Piercing, die ist hier unterwegs. Der Level scheint jetzt keine gepanzerten Gegner großartig zu haben, deswegen macht es, glaube ich, wenig Sinn, wirklich die zu nehmen. Gut. Ist das hier ein Terminal? Nee. Der Level gestern war auch beschissen. Und die Startbedingungen für den Level auch, dass ich mit einem HP angefangen habe. Und dieser Level hat zwar auch relativ viele gleiche Räume, aber hier ist es nicht so extrem nervig langweilig. Und die Räume sind auch nur höchstens ein, zweimal. Kann man euch? Nein, kann man nicht. Okay, aber das kann man. Okay, Igitt. Moment, einmal ganz kurz sprayen. Ah, hallo. So.
Ja, come on. Moment. So. Kontrollpunkt abgeschlossen. Okay. Auch wenn er die Flood nicht als den Feind erfasst, der er eigentlich ist. Und dann auf jeden Fall. Wie jetzt? Der Feind, den er. Hä? Keine Ahnung, ist die Flood quasi unsere eigene Truppe? Nur mutiert? Oder halt die Gegner mutiert? Irgendwie? Die haben halt so ein bisschen Panzerung schon noch vorhanden. Sind halt stark mutiert, aber trotzdem. Ah, jetzt kann ich das Ding auch von drauf nutzen. Okay. Ja gut, dass es ein Parasit ist, das kann ich mir denken. Also, es war so offensichtlich, jetzt habe ich jetzt nicht irgendwie gesehen, dass ich es ansprechen müsste. Die kriegen ja Waffen. Die kriegen Waffen. Moment, Moment, Moment. Ich muss mal ganz kurz. Ja, ja. Oh, falsche Waffe, aber trotzdem gut ausgegangen. Das ist Verschwendung gewesen. So. So. Gut. Oh, von denen gibt es auch mehrere Varianten. Oh, der hat, glaube ich, jetzt irgendein anderes Gegnervieh übernommen. Die Frage ist nur, was hat das mit dem Commander zu tun? Was weiß er, was wir nicht wissen? Und was weiß Cortana, was wir nicht wissen, was sie uns noch nicht gesagt hat? Oh, da oben ist irgendwas drauf. Das ist so ein Schild. Oh mein Gott, ein Hyperschild. Okay. Im nächsten Level wären Untertitel praktisch. Okay, ja, gut zu wissen, aber ich habe die doch eigentlich aktiviert oder nicht? Also ich kann, glaube ich, keine einstellen, oder? Jumpersprung, bla, Grafik, bla, Audio, bla. Gameplay. Controller Dateifreigabe, Benachrichtigung. Ach Gott. Spieleinstellung Halo CE zentriert. Aha. Namensname Gegner, Spieler rot. Multiplayer Timer. Relay ist aus. Netzwerk ist, glaube ich, gesperrt gerade. Barrierefreiheit. Untertitel A. Ah. Was ist denn automatisch gewesen? Okay. Cortana, ein Souvenir, das ich noch habe. Für alle Fälle gibt es einen Fluchtplan. Extra klein. Klein. Mittel. Groß. Extra. What the fuck? Originales Mittel. Na, lassen wir Original. Schriftart. Original sieht, glaube ich, ganz gut aus. Dialogfarbstil. Einfarbig. Farbpalette. Ich würde sagen, Farbpalette ist, glaube ich, ganz okay, oder? Dann braucht man nicht auf die Namen zu achten, teilweise. Cortana kam ursprünglich aus Halo und war sehr beliebt. Hat Blocks Cortana deswegen Cortana genannt? Salem war sehr beliebt, deshalb hieß der Sprachassistent dann auch Tana Anna, hab ich fast gedacht. Original sollte passen, was du geschrieben hast, habe ich schon gemeint. Ja, keine Ahnung, Dialog, Farbstil, Farbpalette oder Original? Also, Dialog ist ja anscheinend einfarbig, also Original ist einfarbig. Farbpalette, Regenbogen, Regenbogen invertiert, Sonnenuntergang, Sonnenuntergang invertiert, irisierend. Okay. Regenbogen, wenn. Wie du willst. Ja, ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, weiß ist, glaube ich, mit am besten zu sehen, glaube ich, auf jedem Hintergrund.
Achso, deswegen gibt es extra drei helle der Gründe, mittlere der Gründe und. Ich glaube, das ist auf allen zu sehen. Ja, ich lasse es mal original. Sprecher, Namen, Farbstil, einfarbig, Farbpalette. Ah, okay, das ist gut, glaube ich. Okay. Sprechernamen einfärben, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Glaube ich, egal, lassen wir erstmal so. Ja, passt so. Und die hinteren keinen Hintergrund. Schwarz. Weiß. Ich würde sagen, vielleicht doch 30% Hintergrund. Damit sich so ein bisschen oder 50% unscharf. Nee, schwarz würde ich sagen. Deckkraft 50%. Schatten. Schwarz. Whatever, passt so. Ich sag mal, das sollte so passen. Änderungen speichern. Hydraten. Warum Hydraten? Ich habe doch vorhin hydratet. Alles gut, habe ich komisch ausgedrückt. Ja, das habe ich mir auch gedacht gerade. Andere Spiele so? Untertitel einschalten? Ja. Nein. Dieses Spiel so? Automatisch? Ja, nein. Farbe, Hintergrundfarbe, Schatten, Farbpalette. Alter, was? Trink gerade selber A. Gut, das sollte vielleicht auch helfen, solche Funksprüche dann zu hören, wenn die leiser sind. Gut. Warte mal, ich habe ich jetzt den Fahrstuhl schon benutzt? Ja, oder? Ja, ich war von oben runter gefahren. Oh, hi. Ihr seid ja schon wieder hier. Was ist eigentlich jetzt mit dem Typen? Oh. Irgendwer da vorne hat mir geholfen, glaube ich. Kann das sein? Oh. Oder auch nicht? Oh, come on. Das klappt schon mal nicht, okay. Bullshit. Ih, warte mal. Kann das sein, dass die einen sehen? Ich glaube, die sehen einen, kann das sein? Eventuell. Das war aber geskriptet, oder? Man soll hier runterfallen. Was ist eigentlich aus dem einen Typen geworden, der Panik geschoben hat? Nein, mein toller Schild ist schon angeschlagen jetzt wegen den Viechern. Könnt ihr mal aufhören zu schießen? Okay. Ach, come on. Aber zumindest gibt es endlich mal neue Gegnertypen. Alter, hört auf zu blocken für die. Meine Fresse. Ist ja gut. Die leben ja auch nicht mehr. Die zwei. Was? Die zwei für das Ganze nochmal schön intimidieren. Achso. In Buch 2, okay. Okay. Ja, kann ich hier speziell irgendwie mir den Weg richtig suchen oder muss ich einfach nur randommäßig irgendwo hin? Von hier kam ich, glaube ich, gerade, oder? Dafür hier kam ich. Wo komme ich hier nicht mehr auf jeden Fall? Zack. Ja, wo was? Ich glaube, ich will da, glaube ich, wieder hinter sein. Und wahrscheinlich will ich den da oben wegballern, damit ich dann in Ruhe nach da unten komme. Und das müssen Teleporter sein, oder?
Aber von hier aus kann ich jetzt wahrscheinlich nach oben klettern und komme dann wieder dahin. Das wird sein. Zack. Nein, ich habe endlich eine Shotgun bekommen in diesem Spiel. Ab jetzt bin ich glücklich und zufrieden. Mehr oder weniger. Ja gut, jetzt kann ich da wieder dann in den Raum rein, dann kann ich da rüber irgendwie. Guten Vorabend, Flo. Manche sagen Nachmittag, ich sag Vorabend. Nachmittag ist für mich 15.30 Uhr bis, sagen wir mal, 17 Uhr. Ab 17 Uhr ist es fast schon Abend eigentlich, wenn man es genau nimmt. Kam ich von hier oder nicht? Nee, ich glaube nicht, aber ich guck trotzdem nochmal. Oh, ich kam von da, oder? Weil er lieber rumsteht, eine Süße Maus zu spielen. Wenn ich die Wahl habe zwischen Halo und Ghost of a Tale, dann ist Halo sogar noch weiter vorne. Auch wenn Halo grundsätzlich nicht weit vorne liegen würde, liegt es immer noch vor 24/7 Stealth Maus spielen. Und ich habe die Maus auch schon returned. So. Ah. Mann, sieht lecker aus. Wie Oni immer wieder die Welt nach seinen Regeln umschreibt. Oni, manchmal sollte man einfach mal die Klappe halten. Hä? Was? Was habe ich hier schon wieder gesagt? Jetzt im Ernst, was habe ich gesagt? Bin ich jetzt eigentlich auf der anderen Seite von dem Ort, wo ich vorhin war? Ja, bin ich, weil da hinten ist die Unsichtbarkeitskugel. Okay. Sag mal, kann ich das Ding irgendwie reparieren oder ist das einfach dauerhaft kaputt, dass man da gar nicht rüberlaufen kann und soll? Bin mir jetzt gerade unsicher. Kann ich damit irgendwas machen? Kann ich es irgendwie reparieren? Nee, oder? Ich glaube nicht. Du hättest Teilung gefunden, welcher du nicht mehr hättest stellst sein müssen, aber hast ja keine Geduld. Wegen Spielgröße Hotel bist du nur auf der anderen Seite der Brücke. Ja, das habe ich mir gedacht, dass ich auf der anderen Seite bin. Ja, es war trotzdem nicht so meins. Wenn du es mochtest, ist ja schön. Du hast es ja auch genossen, es zu spielen. Ich muss ja nicht alles mögen, was ihr mögt. Das ist ja ganz gut so. Dupdi-dupdi-du. Ja. Die bleiben unten. Ich muss runter, oder? Nein, ihr kommt einfach hoch. Wollen die mich einfach wieder runterballern? Mein Superschild ist gleich weg. Verdammt. Falsche Waffe! So. Zack. Na, komm. Es gibt nur den einen Weg, oder? Ja. Wie wär's denn mit VR-Uni? Bei Maus sehe ich dich. Bei A+1. Dafür müsste ich mir halt erstmal eine VR-Brille holen. Ich wollte mir ursprünglich eine Oculus Quest. Heißt die Quest? Ja. Also eine Oculus 3 halt holen und hatte gehofft, dass die im Summer Sale. Im Prime Day Sale. Im Angebot ist. War sie aber nicht. So. Dann hatte ich mit dem Arbeitskollegen kurz geredet nochmal. Ich habe jetzt ja nicht einfach David, weil er David heißt und das ist mir immer zu blöd, mal Arbeitskollege zu sagen. weil wir uns auch deutlich länger kennen als. Also kannten uns schon vor der Arbeit und so weiter und so fort. Und er hatte sich mal vor einem Jahr oder so eine Pico 4 VR-Brille ausgeliehen. Die fand ich auch ganz okay. Die kostet halt in Anführungsstrichen
nur die Hälfte oder so. Zumindest. Und fairerweise, sie hat auch weniger Speicher dann, aber was soll's. Und die nächste Frage ist halt, brauche ich bei einer VR-Brille wirklich viel Speicher oder nicht? Also grundsätzlich, mehr Speicher ist immer ganz nett. Vor allem, wenn man halt dann, keine Ahnung, also das sind 330 Euro für 128 GB und 400 Euro für 256. Grundsätzlich würde ich da nicht lange denken und würde einfach direkt die mit mehr Speicher nehmen. Die Frage ist nur, inwieweit benötige ich Speicher auf der Standalone-Dingens? Man kann die Dinger ja mittlerweile alle am PC nutzen auch. Und SteamVR-Games und so weiter spielen. Und da ist halt dann die Frage, wenn ich... Also ich werde nicht so viele VR-Games wahrscheinlich spielen. Hier, Super Lucky's Tale. Ach, nee, Lucky's Tale, glaube ich. Dann vielleicht Beat Saber. Und dann hört es auf weitestgehend schon fast auf. Muss ich sagen. Weil dann wüsste ich jetzt gerade nicht, was im VR noch ganz nett wäre. Gut, Tischtennis ist noch ganz nett. Das habe ich auch schon mal angespielt. Aber die Frage bleibt mehr oder weniger dann immer noch. Brauche ich dann wirklich die massenhaft... Also den Massenspeicher. So, das wollte ich sagen. Und ich habe gesehen, eine Alternative wäre auch auf Grover einfach sich eine VR-Brille auszuleihen. Da kostet nämlich die Pico 4 zum Mieten aktuell nur, in Anführungsstrichen, 16 Euro im Monat. Was höre ich hier? Hä? Nur 16 Euro im Monat. Und ja, so blöd das halt klingt, die dann für ein Jahr mieten, wäre halt vielleicht eine Idee. Sind dann die Hälfte vom Kaufpreis ungefähr, die man dann gemietet hat. Man kann aber dann halt, wenn es ein neueres, besseres Modell geben sollte, einfach auf eine bessere VR-Brille noch wieder wechseln, in der Theorie. Ich habe mir mal Reddit-Beiträge angeguckt bezüglich der... Na, wie heißt es? Der Pico 4 und der Quest 3. Also es gibt Sachen, die macht die Pico anscheinend besser und es gibt Sachen, die macht die Quest 3 besser. Bloß die Quest 3 ist halt keine China-VR-Brille und hat dementsprechend den besser organisierten Store anscheinend. Ja, und dann bleibt noch die Frage, ob ich mir dann Einsätze kaufe. Weil grundsätzlich VR-Brille ohne Brille tragen zu können, also ohne Sehstärkenbrille halt, das wäre schon ganz nett, glaube ich. Aber ja, wenn man sich das Ding halt nicht komplett kauft. Warte. Was ist das für eine Waffe? Das ist die Pumpgun. Achso, okay. Aber nachladen, dann kann ich auch hier neue. Ja. Gut. Passt. Wenn ich mir die halt nur miete. Weiß nicht, ob es da so schlau ist, sich dann für 60 Euro oder 70 Euro, was es sind, Sehstärken-Einsätze zu kaufen. Macht mehr Sinn, wenn man das Ding direkt gekauft hat. Aber so oder so hat man halt, wenn man das Ding nicht mehr besitzt, wenn man es kauft, dann hat man die Einsätze halt immer passend dafür. Dann hat man das Problem nicht. Aber naja. Quest 3 war im Angebot, aber nicht so viel. Ja, sie war im Angebot. Das war aber auch die 128 GB-Version. Die war im Angebot für 470 statt 550. Und ich habe halt mit der 500 GB-Version halt geliebäugelt, aber die kostet halt 700 Euro. Wenn die... Ich dachte, die kostet 600 ursprünglich und wäre auf 500 reduziert gewesen. Die Quest 3 für 500 Euro mit 500 GB hätte ich gekauft. Aber 700 Euro, ich weiß nicht. Und dann ist wieder die Frage, braucht man wirklich 500 GB auf der Quest selber installiert als Speicher? Ich muss wieder hochklettern, kann das sein? Oder? Ne, da muss ich glaube ich rein, kann das sein? Ja, ist halt keine Ahnung. Bang. Ja, ich glaube ich bin hier richtig. Zack. Kapui, kapui. Oh,
Oh mein Schild, oh mein Schild, oh mein Schild. Ich brauch Schutz, ich brauch Schutz, ich brauch Schutz. Wie lange braucht er zum Nachladen gerade? So. Questreise, bist du bei der Quest besser unterwegs? Mehr Speicher ist sinnvoll. Questreise soll nice sein mit Xbox Game Pass, aber ich meine Cloud Streaming. Richtig gute Spiele, Fisherman's Tale zum Beispiel. Eigentlich sind mega, welche für die PSVR 2. Bei der Quest halte ich auch den besseren Kopfhörer für sinnvoll. Wegen Ermüdung. Gab es keine. Nee, ich glaube. Oder war die Quest 3 doch 256? Kann auch sein, dass die Quest 256 hatte für 470. Was dann halt nur 70 Euro mehr wären gegenüber der Pico VR. Von wo will. Achso, von über mir. Achso. Wo kam ich eigentlich jetzt her? Ich hab ganz vergessen, wo ich herkam. Bessere Frage ist, wo kann ich hin? Die Musik ist überhaupt nicht verwirrend und nervig. Ha! Funktioniert. Ja, wie gesagt, ich wüsste halt nicht, welche ich da nehmen soll. Also die Pico VR fand ich jetzt nicht schlecht, als ich sie getestet hatte. Und die hat auch ihre eigene Stream-Option anscheinend. Kabelverbindung weiß ich gerade nicht, bestimmt auch. Alter, ist die Musik. Ach so, jetzt geht die Tür auf einmal auf. Warte mal, kam ich nicht von hier jetzt gerade? Ja, von hier kam ich. Moment. gab es keine 128 auf 512 habe ich nachgeschaut. Ja, siehst du, und da ist wieder der Punkt. Ich finde 128 für 470 halt dann doch ein bisschen sehr mager. Muss ich schon sagen. Und 512 ist natürlich dann mehr als genug wahrscheinlich erstmal. Aber die Frage ist halt, wie viel ich wirklich Standalone-mäßig spiele. Sag mal, komme ich hier überhaupt weiter oder wie sieht das aus? Ich kann hier nirgendwo hochklettern. Ich glaube, ich kann gar nicht hier weiter, oder? Das ist einfach nur eine Sackgasse. Okay. Der Level wird jetzt gerade ein bisschen nervig. So wie der letzte. Aber nur weil schon wieder jetzt irgendwie alles labyrinthmäßig gleich aussieht. Er ist noch nicht ganz so beschissen wie der letzte Level, aber er ist so. Ja, Das hier ist jetzt gerade nicht seine Stärke. Und die Musik. Ach du Scheiße. Okay, ich komme hier wieder hoch. Und ich muss mal ganz kurz die Brille absetzen, weil meine Nase kitzelt. Aber ja, wie gesagt, gibt jetzt nicht so viel im VR-Bereich, was ich spielen würde. Ein paar Sachen schon. Aber ja. Muss ich hier hin? Bin ich jetzt in dem Raum drüber, wo ich gerade war? Kann sein. Alter, erschreckt mich nicht so. Was machen die bitte für einen Turm? Wow. So müssen Gegner draufgehen, mit einem Schuss. Alter, ist ja gut. Wie viel denn noch? Eieiei. ist auch bescheuert. Upselling vom Feinsten. Die Flotte hat ohnehin nicht so sehr gestresst, wie sie sollte. Aber es ist auch irgendwie weniger, als ich dachte. Ja, irgendwie? Eigentlich fand ich den Level ganz nett. Wie gesagt, klar, die Räume sind jetzt auch schon das dritte Mal hier mit den Fahrstuhlräumen und so weiter. Aber ich finde den Raum weniger nervig als den anderen.
Liegt unter anderem daran, dass die Gegner hier nicht alle 2 Meter ein Schild haben und einfach nur über einen Haufen geschossen werden können. Hier Echo 419. Chief, sind Sie das? Ich habe Ihr Signal verloren, als Sie in dem Komplex verschwanden. Was geht da unten vor? Ich empfange überall Bewegungen. Sir, Gott sei Dank sind Sie da. Wir irren schon seit Stunden hier herum. Als wir den Kontakt zum Rest verloren hatten, gingen wir Richtung Treffpunkt und dann haben uns diese Dinger überfallen. Wir müssen hier raus. Ja. Ein paar hundert Meter von Ihrer Position ist ein Turm. Versuchen Sie, aus dem Nebel und dem Blätterdach zu kommen. Dann kann ich runter und Sie aufsammeln. Mhm. Klingt nach Ende des Levels so ein bisschen. Oder auch nicht, weil hier liegt noch Munition alles rum. Shotgun, Shot. Oh, das ist ein Sniper-Moment. Nee, das ist die normale Waffe. Kann nichts tauschen. Gut. Das wird jetzt zum Massaker. Die Flat kann auch wieder aufstehen. Ah. Interessant. Okay, man sieht die Viecher so besser. Fällt mir gerade auf. Ja, dieser weiße Nebel ist echt so ein bisschen penetrant. Zack. Ich finde es aber interessant, dass die wissen, wie man eine Waffe benutzt. Warte mal, ist das der... Bin ich wieder da, wo ich gerade angefangen habe mit dem Level? Bin ich jetzt einmal reingerannt und wieder rausgerannt? Irgendwie ja, oder? Habe ich gerade mit einer Shotgun Muni 2 Gegner platt gemacht, oder was war das? Oder, nee, ist doch was anderes, oder? Hier sind rote Leuchten. Was war das denn? Doop-di-doo, doop-di-doo. Gefällt mir sowas von wie Shotgun. Na, na, na. Wehe, die kriege ich jetzt nicht so oft. Ich will jetzt in jedem Level eine Shotgun. Einfach nur aus Prinzip. Ihr könnt mich mal, ihr könnt mich mal. Na, 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 na. Oh, scheiße. Das ist unsere? Ja, das sind unsere. Ich wollte gerade abschießen. Gut. Das ist sehr gut. Guilty Spark. Ich bin der Illuminat von Einrichtung 04, 343 Guilty Spark. Jemand hat die Flak freigesetzt. Ich soll dafür sorgen, dass Sie innerhalb dieser Einrichtung bleiben. Ich benötige Ihre Hilfe. Bitte, hier entlang. What the fuck war das jetzt? What? Guilty Spark abgeschlossen. Aha. Die Bibliothek. Schwert? War das ein Schwert? Wir müssen den Index mitnehmen, bevor wir die Einrichtung aktivieren können. Ah, ich verstehe. Weil der jetzt ganz rumsummt. Gut, wir haben es 17:39 Uhr. Ich habe jetzt eine Stunde für die Mission gebraucht.
Was schätzt du ein, wie lange die Level, die Mission jetzt wird, Pat? Also du hast jetzt ja eine Einschätzung gehabt, wie lange ich den letzten Level gespielt habe. Wie lange dauert der Level jetzt? Nur so grob geschätzt. Weil ich will abschätzen, ob ich es bis 19:15 Uhr, sagen wir mal, schaffen könnte. Also ich, okay, den Level locker in 30 bis 40 Minuten. Hast du nicht gesagt, der Level ist extrem nervig, der danach kommt? Oder ist es der nächste Level dann erst? Also wenn er jetzt ungefähr noch eine Stunde dauert, dann sollte das ganz gut passen. Wenn du sagst 30 bis 40, dann sage ich 60, dann passt das eigentlich. Dann kann ich den Level auch noch machen. Nervig, ja, lang geht's so. Okay, gut. Dann, wo ist meine scheiß Shotgun hin? Gib mir meine Shotgun zurück. Okay, ich habe keinen Bock mehr für den Level. Lass ich raten, der Illuminant redet jetzt ganz viel gleich nebenbei und deswegen waren die Untertitel jetzt ganz praktisch wahrscheinlich. What the fuck? Ah! Jetzt haben die doch noch Selbstmörder. Okay, cool. Du kommst irgendwo ein bisschen zu platt. Okay. Ein schönes Einschuss, teilweise drei auf einmal umbringt. Okay. Ach, da oben ist er. Ja. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße, nicht in die Ecke drängen lassen. Ich könnte überall her, natürlich. Das ist keine Shotgun. Gebt mir eine Shotgun. Nein, die will ich nicht. Nein, auch nicht. Okay. Au. Good to know. Wo ist auf einmal mein Schild hin? Könnt ihr mal ganz kurz weggehen? So ein bisschen. Ja. Ach, die sind so deutlich schneller down anscheinend. Okay. So. Gut, da ist er. Das ist das Ding. Da sind ganz viele Gegner noch. Nein, so schon mal nicht. Du, was soll ich machen? Ach, die folgen. Okay. Oh, na klar, ist da noch mehr. Bitte weg. Zack. Wo ist der komische Ball schon wieder hin? Der hat eine Shotgun. Du hast eine Shotgun. Gib mir die Shotgun. Oh, Scheiße. Ah, praktisch.
So. Na, da ist er. Alter, könnt ihr mal aufhören, die ganze Zeit neu zu spawnen? Lass mich mal kurz nachladen. Ich hab viel zu wenig Muni, glaube ich, dafür. So. Die spawnen die ganze Zeit neu. Ist ekelhaft. Ja, ja. Die Sicherheitstüren haben sich automatisch versiegelt. Ich werde die Steuerung umgehen, um sie zu öffnen. Das fällt aber früh ein. Und wo ist er jetzt schon wieder hin? Bleiben also. Sie nicht hinter mir. Dies ist das erste von 10 Portalen. Oh nein. Oh, sag mir nicht, ich bleibe jetzt die ganze Zeit nur in dieser einen runden Arena und muss einfach nur Welle für Welle überleben. Wahrscheinlich genau das, oder? Jetzt lernst du die Flat etwas mehr hassen, ja. Oder es geht doch weiter. Okay. Merkwürdig, sie haben so schwache Waffen mitgebracht, um die Flut zu bekämpfen. Trotz der Eindämmungsprotokolle. Wach? Also ich finde, dieses gar nicht mal so schwach. Die Flatsch dürfen nicht aus der Einrichtung entweichen. Sie verdichten sonst alles. Sie sehen, der Flatsch-Infektion genießt die Schadensgüte. Oh, scheiße. Ich habe nicht den Button gedrückt. Bin ich mir sicher. Das ist die falsche Richtung. Wenn Sie mir nicht folgen, verlaufen Sie sich womöglich. Ja, aber ich will wissen, ob hier in der Ecke irgendwas ist. Ganz viele Gegner. Das ist in der Ecke. Okay. Es ist überhaupt nicht logisch, aber von mir aus. Merkwürdig. Sie haben so schwache Waffen mitgebracht, um die Flut zu bekämpfen. Trotz der Eindämmungsrolle. Eigentlich habe ich gar keine Waffen mitbringen wollen. Also, nee, eigentlich habe ich gar nicht vorgehabt, die Flut zu bekämpfen. Das wollte ich sagen. Die Flut dürfen nicht aus der Einrichtung entweichen. Sie vernichten sonst alles. Sie sehen, wie der Körper der Infektion genetisch infiziert wurde. Die kleineren Wesen tragen Alter! Da ist kein Schutz und die kommen alle auf mich zugerannt. Bitte was? Plattform ausgeschaltet, aha. Ich glaube, der ist ja aufgestanden, ne? Sein. So. Ah, ich muss hier weiterlaufen, oder was? Hä? Das verstehe ich nicht. Ich glaube, vielleicht die Flock kannst du so nicht besiegen. Ich merke es. Sie jetzt echt dauerhaft weiterlaufen? Sie sehen, wie der Körper nach der Au. Der Mutier wird
praktisch und elegant. Solange es Wert gibt, sind die platt virulent. Was zum? Okay. Das hat mir jetzt gerade den Arsch gerettet, so ein bisschen. Ich habe keine Munition gleich mehr. Das gefällt mir nicht. Uff. Das. Ja, in Bewegung bleiben. Das habe ich dann jetzt auch gemerkt, dass ich in Bewegung bleiben muss. Einfach geradeaus weiterrennen muss. Ich verstehe, warum der Level nervig ist. Aber gut. Zumindest mal ein neues Konzept. Die Forschungsausstattung ist wirklich beeindruckend. Und da war Muni. Kid, jetzt habe ich es gesehen. Die sind wieder aufgestanden, die Bastarde. Das war eine Pistolgranate. So. Zumindest habe ich jetzt gerade so Munition bekommen. Das ist gut. Jedes Wesen hier gleich ist ein künstlicher Platz-Setzling. Ah, ach so. Ja. Okay. Ich soll da hin, okay. Diese Wächter werden ihre Kampfsysteme verstärken. Ups. wo was? Ah, ist wieder hier. Oh, scheiße. Das ist uncool. Habt ihr irgendwie Muni für mich? Oh, nein, habt ihr nicht. Mhm. Oh Gott. So. Die Forschungsausstattung ist wirklich beeindruckend. Vielleicht haben Sie später Zeit, sie zu besichtigen. Habe ich bestimmt. So, Munition sammeln. Hoffentlich. Ja. Na gut, falsche Munition. Egal. Wo kommt ihr jetzt hinter mir? Waren keine mehr. Ach komm, Bullshit. Auf einmal ist der Boden weg, ist klar. Verarschen kann ich mich alleine. Eieiei, hat sogar gehört, wie er kaputt gegangen ist. Also ich nicht, ich habe nicht drauf geachtet, fairerweise. Oh.
Muni, danke. Diese Wächter werden ihre Kampfsysteme verstärken. Und ich schlage vor, sie stoppen mindestens auf eine Klasse 12 drauf. Ihr Modell wird okay. Entschuldigen Sie mich. Der Bruch einer Plasmaleitung im Abschnitt 524 hat die Energie durch meine Waffen. Aha. Hört mit einem Satz auf zu reden. Ist schon okay. Gut. Falsche Ecke. Mhm. Uff. Wenn das jetzt vor 2 erst ist, dann weiß ich auch nicht. Okay, mach dir da eine Ecke mal. Können die bitte mitkommen? Was braucht man so einen riesigen, Dingens? Fahrstuhl. Moment, das wird noch schlimmer. Ach so. Battle Royale jetzt hier in der Arena. Die Mini-Dinger spawnen können wieder einen Besiegsprofessor eintreten, dadurch weiterkämpfen. Ja. Das habe ich vorhin schon bei der anderen Aussage verstanden, dass die in jede Leiche rein können. Oh Gott! Das habe ich schon so vernommen, Pat. Wow. Alter, ist das nervig teilweise. So. Hier irgendwas? Oh, was haben wir hier denn? Gar nichts. Irgendeine Deko. Lacht das Ding mich aus? Oh, hallo. Flutaktivitäten haben einen Defekt in einem Subsystem zur Drohnensteuerung verursacht. Ich muss das Ersatzsystem reinitialisieren. Gehen Sie schon weiter. Ich komme nach, sobald ich hier fertig bin. Mir fällt gerade nebenbei auf, ich habe die falsche Waffe vorhin gegen die Shotgun getauscht. Meine Pistole war auch okay, aber zum Sprayen ist sie jetzt nicht so geil. Gucken, ob ich gleich immer noch mal wieder eine normale Waffe irgendwo rumliegen sehe. Hauptsache, ich habe die Shotgun bekommen. Das war so mein Gedanke wahrscheinlich. Was zum... wow. Das krieg ich gut Munition. Au. What the fuck? Das ist ein Wächter. Hm. Gut. Ja, nochmal, weil es so schön war. Subsystem zur Drohnensteuerung verursacht. Ich muss das Ersatzsystem reinitialisieren. Gehen Sie schon weiter. Ich komme nach, sobald ich hier fertig bin. Merken, hier sind 2 Medkits. Oh shit. Okay.
Das war so halb der Plan. Gut. Ich überlege gerade, wäre hier die Nadelpistole sogar sonst noch besser als die Pistole? Bin mir unsicher. Oh, hallo. Achso, schon auf. Hm. Glaube nicht. Ja, mir kam halt die Idee wegen den ganzen kleinen Viechern halt. Aber. Die hat halt sau wenig Ammo. Sag mal. Ich bin jetzt gerade direkt an die. Achso. Der hat ein Medkit da liegen, aber ich nehme das Medkit, was da unten am Boden liegt. Weil ich werde eh nicht mehr groß euch zurückrennen können später. Darum nehme ich das jetzt hier mit. Ja, das Sturmgewehr habe ich leider aus Versehen weggeworfen für die Shotgun. Ich wollte eigentlich die Pistole wegwerfen für die Shotgun. Aber gut, was soll's. Vielleicht kriege ich hier nochmal wieder ein Sturmgewehr. Das sieht schon so ein bisschen sehr billig dann da unten aus. Also da sind sogar die neuen Texturen jetzt deutlich besser. So gut, was soll's. Ich wollte es halt schwerer haben. Liegt doch nirgendwo eine rum, oder? Nö. Andere dumme Frage. Okay, ich nehme die Frage zurück, die ich noch nicht gestellt habe. Ich wollte gerade sagen, wann bin ich ein Stockwerk hochgegangen, weil da vorne war ja ein Fahrstuhl einmal. Hat einer von euch irgendwie ansatzweise... Ich meine, gut, Schrotgewehrmunition habe ich jetzt ganz viel. Aber gut. Mit ihren Waffen nur kurze Zeit aufhalten. Nur Tempo kann uns helfen. Ich glaube, der hat eine, kann das sein? Wo ist mein Schild schon wieder hin? Genie. Ist das eine? Ja, das ist ein Sturmgewehr, oder? Ja, das ist ein Sturmgewehr. Halleluja, ich habe ein Sturmgewehr. Mit wenig Ammo, aber ich habe ein Sturmgewehr. Hat einer von euch noch Muni jetzt dafür? Ein bisschen zumindest. Ansatzweise? Nein. Gut. Ey, lass meine Dinger in Ruhe. Oh, hol! Oh. Wir haben einen Granatenwerfer. Oder will ich den Granatenwerfer? Ich bin ein Genie. Bin ich mir nicht sicher. Will ich Granatenwerfer statt einem Sturmgewehr? Das habe ich gerade gesehen, dass die drauf springen. Die komische Uzi oder so. Ah. Hat halt sau wenig Schutz und ich habe keinen flächendeckenden Angriff damit. Nee, komm, ich glaube, das macht nicht viel Sinn, wenn ich die Shotgun schon habe. Entweder Granatenwerfer oder Shotgun, eins von beiden, aber nicht beides. Ich bin ziemlich sicher, dass es keine gute Idee ist. Aha. Ich bin ein Genie. Wie, dein Genie ist, dass du jetzt erst auf die Idee kommst, von der Mitte einfach da oben zu fliegen? Wo kommt die auf einmal jetzt her?
Der ist etwas irre. Ja, dass der ein bisschen irre ist, das merkt man. Ich meine, wie lange ist dieser kleine KI-Bot schon alleine jetzt hier auf diesem künstlichen Planeten, auf dem Halo? Viel zu lange. Definitiv. Definitiv ist er zu lange auf der ganzen Chose hier schon. Ja, die falsche Richtung, habe ich recht? Bestimmt. Ja, ist es auch. Aber ich hatte Hoffnung, dass irgendwie ansatzweise hier vielleicht irgendwas an Loot zu finden ist. Und was bekomme ich? Ganz viele kleine Spastenviecher. So. Hast du nicht gerade einen Sturmgewehr gehabt? Nee, aber nicht. Oh, scheiße. Kann noch nicht raus. Dass man nicht rennen kann, ist ein bisschen blöd. Ein bisschen sehr blöd, leider. Also hier ist eh Sackgasse dann. Okay, ich muss da unten rein. 2 Tage plus minus. Die Rüstung ist halt schwer. Ja, aber es... Ist der Master Chief nicht so ein bisschen genmodifiziert, dass er mehr Kraft hat oder so? Was liegt da für eine Waffe auf dem Boden? Hat man wahrscheinlich, okay. Sprich, die restliche Muni davon. Ach ja. Das ist hier viel zu friedlich. Das ist hier viel zu friedlich. Na, 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 na. Zumindest ist es deutlich heller geworden. Und ich habe Muni bekommen. So, nochmal Schrotgewehr-Muni. Interessant fand ich, dass der Ignorant eine Rüstung der Stufe 12 Minuten nicht hält und der Chef hier eine Stufe 2 hat. Bin die schon noch mächtig. Wie sind denn eine Stufe 12 aus? Ja. Und vor allem, gibt es überhaupt noch in der aktuellen Zeitlinie Stufe 12 Rüstung? Also die mittlerweile Relikte. Wow. Ihr Schutzanzug wird Ihnen gute Dienste leisten, wenn die Flatsch die Atmosphäre verändern. Sie sind ein guter Planer. Mhm. 452. Oh, okay. Jetzt kann ich ein bisschen spammen. Wir kriegen kaum Schaden. Genau das solltest du jetzt nämlich nicht machen. So. So. Alter, könnt ihr aufhören, wieder aufzustehen, obwohl ich euch gerade erst drauf gehen lassen habe? Ey. Ich hab die Viecher gerade umgebracht. Also komm. Ich bin mir sicher, dass ich sie definitiv umgebracht habe. Die ganzen kleinen Viecher.
Können wir nicht sagen, dass hinter mir noch kleine Viecher waren, die auf einmal wieder Leute lebendig gemacht haben. Also, Blattviecher lebendig gemacht haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht der Realität entspricht, dass das hinkommt. Oh. How about... Oh, jetzt geht das wieder los. Ja, das ja... Ja. Grundsätzlich ja, dass ich da rauskomme, habe ich gesehen. Aber dass die halt die ganze Zeit nachspawnen, ist halt echt ein bisschen beschissen. Man könnte ruhig mal eine gewisse Menge besiegt haben und dann war's das. Weil dass so viele Dinger hier sind und immer wieder nachkommen, das ist unrealistisch, aber naja. Aber gut. So, jetzt habe ich die Muni und eigentlich kann ich jetzt weiterlaufen, weil was anderes brauche ich ja nicht. Nur die Muni haben. Ich habe halt immer diesen notorischen Zwang, mal alles umzubringen, was sich bewegt hier. Ich muss auch so sagen, Level ist wieder ein bisschen beschissen. Oh mein Gott, der hat einen Raketenwerfer. Das war blöd, das war sehr blöd, das war sehr blöd. Und den Parasiten beflottest du in einem Programm. So. Es gibt ja auch nicht wirklich ansatzweise die Möglichkeit, sich zu verstecken mal. Also nicht, dass ich sehe. Das habe ich selber gemerkt, dass das eine sehr dumme Idee jetzt gerade war. In dem Moment. Das habe ich, in dem Moment, wo ich geschossen habe, dachte ich mir so, das war ein Fehler. Was das für ein Fehler war. Und wo ist jetzt der Typ, der die ganze Muni droppt? Der spawnt auch nicht mehr, ist klar. Ah, da ist die Muni. Hallo, Schild. Das ist einfach... Das ist gerade ein bisschen beschissen. So. Ja, ist klar. Und dann natürlich trifft das Ding das erste Mal jetzt. Oh. Ja, ich habe noch Granaten, aber die Granaten sind einfach beschissen, finde ich. Weil meistens die Gegner von den Granaten immer direkt wegrennen. Ich stand hinter der scheiß Wand. Leck mich, Spiel. Oh. Du warst gerade noch nicht hinter mir.
Gut. Ja, komm jetzt. Der wieder da? Oh. Ich laufe nur vor uns zurück. So. Wow. Nicht auf mich zu laufen. So, weiter. Komm, da muss jetzt endlich mal wieder ein... Ach, jetzt ist ein... Ich war gerade auch schon hier und da war kein Kontrollpunkt. Leck mich, Spiel. Und wäre kacke. Ja, da ist natürlich jetzt der Dingens, aber... Werde ich nicht großartig brauchen, oder? Den Granatenwerfer. Der Shotgun und der anderen. Finde ich jetzt nicht so. Die Einrichtung ist gut durchdacht. Sie ist sicher die einzige Möglichkeit, die Flut auszumerzen. Mhm. Du. War schon zusammen gefehlt. Ja, Bullshit. Und jetzt ist auch hier. Ich bin hier gerade gelaufen. Wieso habe ich jetzt hier einen Kontrollpunkt bekommen? Ja, man kann ja sagen, dass es nicht doch wellenmäßig abhängig ist. Überlebe X Minuten, Sekunden. Und dann kommst du weiter. Nachladen. Schießen. Alter, mir geht er mit seinem Glaff auf den Sack, aber sowas von. Wow, ein. Ich hab einen getroffen. Teilweise ist aber deren Aiming auch sehr interessant. Zack. Ich bin schön, wie er sich quasi mit einem Finger... What the fuck? Bullshit. Ich habe gerade die Leiche in der Luft begutachtet. Hier, Drecksäcke. Oh, noch eine Ebene hoch. Und lass mich raten. Jetzt müssen wir nochmal komplett im Kreis rennen. Oh Gott. Pat? Wie lange geht der Scheiß noch? Okay, ja gut, wir sind zumindest oben. Ich möchte aber nicht mit dem Aufzug fahren. Mhm. Ach so. Wieso sagt denn keiner, dass die Cam weg ist? Wie lange ist die Cam überhaupt weg gewesen jetzt? Bin so konzentriert aufs Bild. Lang. Und wieso sagt keiner was?
war voll konzentriert auf das Spiel und habe halt nicht auf OBS jetzt geachtet. Oder auf Stream Deck. Dass die andere Spezies, die sich zurzeit in der Einrichtung aufhält, für die Freisetzung der Flat verantwortlich ist. Sie versucht hauptsächlich in Sperrgebiete einzudringen. Ja, also mich stört es auch nicht, wenn sie aus ist an sich. Aber es gibt ja Leute, die unbedingt die Cam da haben wollen. Peter. Flo. ja. Weiß nicht. Also, wenn die Cam halt grundsätzlich da ist, ist es ja okay. Aber wenn die halt dann irgendwie drin wieder nicht da ist, ist es halt irgendwie random. Aber gut. Ich habe auch schon mal 4 Stunden lang gestreamt, wie ich quasi nicht streame. Das ist so eine sehr traurige Sache gewesen. So vor mittlerweile 6 Jahren oder so. Dead Island mitten in der Nacht. Gerade der 4. Akt im Hotel. Ach, im Hotel, im Gefängnis. Und mir fällt bei den Credits auf. Oh, scheiße. Ich habe die ganze Zeit Black Screen gestreamt, weil ich die Szene gewechselt hatte. Zwischenzeitlich ganz kurz. Ja. Ach komm, jetzt kommt die wieder nicht hinterher. Shit. Ja, ich meine, der Vorteil war halt, dass der Fuchs auch gestreamt hat. Das heißt, ich konnte einfach sein Bild nehmen und dann hochladen bei mir, wie auch immer. Aber, ja. Oh, Bullshit. Oh, Bullshit. Oh, Bullshit. Also, ich finde es jetzt auch nicht so dramatisch, dass sie jetzt weg war für eine Weile, aber trotzdem nicht schön, wenn es jetzt irgendwie. Wie heißt das? Aua. Wie sag ich? Aua, ich wurde gar nicht getroffen. Verdammt. Zu früh Aua gesagt. Ich finde es auch nicht schlimm, bla bla. Ist halt nur ein bisschen nervig, weil es dann nicht konsistent ist. Wenn die Camera jetzt eine ganze Weile nicht da war. Aber wie gesagt, ich bin gerade so konzentriert hier auf das Spiel, ich achte höchstens mal auf Chatnachrichten und hab. Also ich gucke zwar auf den Monitor, aber ich achte nicht auf die Vorschau von OBS, ob die Cam da ist. Ich habe auch nicht auf Stream Deck geachtet. Also halten wir fest, wenn die Cam wieder weg ist, obwohl sie da sein sollte, direkt Bescheid sagen. Und dann so lange nerven, bis ich drauf reagiere. Zack. So. Was greifen die jetzt noch an? Wieso kommen die nicht mit? Die sollen mitkommen. Und nicht hier random die Dinger fighten. Sag mal, gucken denen eigentlich Blumen raus? Oh, das war dumm. Das war so dumm. Vergesst das immer wieder. Ja, die werden jetzt ganz wieder aufstehen hier, glaube ich, oder? Tage der Flat. Ah, okay. Sah kurzzeitig aus wie Blumen, Schrägstrich Rosen, irgendwie. Hattest du eigentlich jetzt gesagt, wie lange der Level noch ungefähr geht? Behaupte einfach mal nicht mehr so lange jetzt, oder? Tödliche Blumen. Bitte mal mit dem Tor hinmachen. Wow. Das war ein bisschen Glück. So.
Was ich halt leider ein bisschen in dem Spiel vermisse, sind irgendwie Bossgegner so ein bisschen. Also, ich glaube, das Spiel wäre deutlich besser, wenn es in jedem Level einen speziellen Bossfight am Ende geben würde. Und wenn es nur ein Gimmickfight ist. Oder zumindest alle paar Level mal. Ein Aufzug kommt noch? Och nö. Die Platten sind zu gefährlich, um sie einfach so freizusetzen. Womöglich müssen wieder Massensterilisierungen durchgeführt werden. Natürlich wurden nach dem letzten verheerenden Boden zu stürzen aufgehoben. Okay, dann sollte ich vielleicht einfach mal versuchen, ein bisschen mehr zu rennen, statt immer alles wegzuballern. Da ist ein Terminal? Wo ist ein Terminal? Moment. Du hast zwar gesagt, ich soll die Terminals nicht mitnehmen, weil die spoilern, aber ich bekomme eh nur die Hälfte mit, von daher... Wo denn? Wo ist ein Terminal? Da hinten ist eins. Oh mein Gott, ich muss da echt so hinkommen jetzt? Okay. Ich wollte mich gerade fragen, wie soll ich da überhaupt hinkommen? Weil ich kann einfach hier drüber springen. Ja gut. Das erklärt's dann. Okay. Das ist gut versteckt. Das ist abseits des Hauptweges und man kann es trotzdem gut sehen. Man muss es nur checken. Gut. Gut zurücklehnen. Einsam. Bin ich das einzige verbliebene intelligente Leben? Hier auf diesem Ring auf eine nie kommende Wiedergeburt wartend, eine Waffe ohne Ziel bewachend, die ich auf jedes Ziel richten könnte? Das hatte ich nicht im Sinn, als ich mich freiwillig meldete. Nicht im geringsten. Ich war naiv, als ich glaubte, den Sinn dieser Installation zu verstehen. Wir waren alle naiv. Wir hätten einige Dinge anders angehen müssen. Zum einen hätten wir zwei Verwalter pro Installation einsetzen sollen. Denn ich bin einsam, kann mich nicht mehr konzentrieren. Und das ist für ein System wie mich sehr, sehr gefährlich. Vielleicht sollte ich dem nahegelegenen Gasriesen einen Besuch abstatten. Mein Impulsantrieb wäre dazu bestimmt in der Lage. Eine ausgedehnte Reise würde mir gut tun. Na, schon wieder, wie unproduktiv ich doch bin. Seltsam, dass die Bibliothekarin dies nicht vorausgesehen hat. Ihre Stärke lag immer in der Planung, der Aufstellung der Figuren, um dann alles tapfer geschehen zu lassen, ihre Pläne wahr werden zu lassen. Ich war Teil vieler dieser Pläne, lange bevor ich wusste, dass sie wirklich existierte. Viele von uns waren es, aber am Ende verblieb uns nur ein Bruchstück ihrer Brillanz. Und ich befürchte, dass sie das Wesen meiner Situation hier nicht richtig einschätzte. Die möglichen Probleme, aber sogar nur ein Bruchstück. Ja. Meine Güte, es geht wieder los. Verdammt, ich habe meinen Mochi noch nicht auf. Mochi? Nee, doch, Mochi. Gott klebt ja. Ja gut, das sind halt quasi die ursprünglichen Menschen gewesen anscheinend, die das Ganze gecraftet haben. Ich wollte gerade sogar trinken. Nein, Menschen ungleich Blutsväter. Okay. Ja, aber ich gebe der KI, ich nenne es auch mal KI, recht. Man hätte eventuell auf die Idee kommen können, zwei hinzusetzen. Ungleich. Ja, hab ich doch gesagt. Habe ich doch auch so gesehen. Wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen, zwei hinzusetzen.
damit die zumindest miteinander reden können. Wobei das eventuell auch Probleme verursacht hätte, in gewisser Weise ab irgendeinem Punkt, aber naja. Kann natürlich auch sein, dass einfach einer der Blutsväter digitalisiert worden ist. In dieses Ding halt rein. Also es ist keine KI, es ist einfach nur ein digitalisierter Verstand, was immer noch in gewisser Weise dann eine KI ist, aber eine KI, die auf vorherigen Erinnerungen aufbaut. Das hat so ein bisschen Flair von, wie hieß es jetzt nochmal? Was habe ich nochmal gespielt? Crosscode, genau. Hat so Crosscode-Vibes. Wollte mich korrigieren, ja. Das ist aber ein sehr interessantes Zeichen für Ungleich, was du da vorher gemacht hast. Mit den Klammern. Das wäre in React ein Fragment. Also indirekt ein Div eigentlich. Es ist ein Div, was aber glaube ich... Ich glaube, es ist ein Div, was aber nicht als Div gerendert wird, wenn ich mich nicht irre. Im Endeffekt. Aber... Ich weiß halt nur, wie ich es nutze, für was ich es nutze und warum ich es nutze, aber ich weiß nicht, was es genau darstellt. Wenn ich irgendwie mehrere Sachen returnen möchte als HTML, dann muss ich um diese Sachen so ein Ding setzen. Oder ein Div. Also entweder das Ding oder ein Div. Ich glaube, der Unterschied ist, dass man dem Div halt noch Klassen geben kann und stylen kann. Das Fragment, das ist einfach nur zum Kopieren, dass die Sachen dann da auch zusammenkommen. Da warten schon Freunde, ja. Immer da die Tür schon auf. Hör auf zu summen, du machst mir Angst. Diese Einrichtung wurde errichtet, um die Flood zu erforschen und einzudämmen. Das Überleben der Rasse hing von ihr ab. Es freut mich, dass einige überlebt haben und sich fortpflanzen konnten. Mhm. Falsche Waffe. Ach, guck mal, den Raum haben wir ja. Also ich möchte anmerken, dieser Level ist auch schon wieder komplett gleich an jeder Ecke. Es ist auch schon wieder so ein bisschen lame. So, Speicher. Was ist eine gute Idee? Noch ein Tor. Die Hälfte geöffnet. Noch ein Medkit, okay. Ich werde die Sicherheitsverriegelung deaktivieren. Warten Sie hier. Ja, das war eine dumme Idee wahrscheinlich. Weil jetzt habe ich einen kleinen Raum, wo alle Viecher spawnen. Konzentration. Und hier ist auch. So. Und wieder volle Muni. Was ist eine gute Idee? Sie in der Nähe, die Zeit drängt.
Okay. Das ist der letzte Fahrstuhl. Okay. Okay. Sehr interessant. Zum anderen ist... Die Tür ist leider sehr eintönig. Ich frage mich, ob die teilweise gleichen Räume auch in der ersten Xbox lagen. Mann, das ist auch ein Labor. Ja, grundsätzlich ja. Das ist ja das Problem mit diesem ganzen Spiel, mit diesen Militäreinrichtungen und so weiter. Natürlich ist immer alles gleich aufgebaut und einfach nur in Ebenen eingeteilt. Es wäre auch dumm, das nicht so zu machen eigentlich. Ist halt sinnvoll, auch schon für das Zurechtfinden. Aber aus einem Gameplay-Loop halt heraus ist es halt extrem eintönig langweilig, wenn man jetzt viermal das gleiche macht. Man macht viermal diesen Weg wieder links, rechts. Ich hoffe, dass die nächsten Level wieder deutlich besser werden. Der letzte Level hat zwar auch so das Problem gehabt, so ein bisschen, aber der war nicht ganz so eintönig wie der hier. Down Inside war das normal. Ja. Ja, irgendwie ja und irgendwie auch nein. Guck dir halt ein Zelda an. Da war es nicht immer das gleiche. Nur als Beispiel. Oder irgendein JRPG. Okay, ja, JRPGs sind... Genau, das ist auch ein Problem. JRPGs haben teilweise auch ein sehr simples Level-Design. Zum Beispiel die Tales of Serie. Die hatten halt auch teilweise echt extrem langweilige Dungeons. Das sind einfach nur eckige Räume mit Gängen verbunden waren. Und dazwischen waren Gegner. Zumindest in Tales of Systeria war das so. Aber das Spiel ist sowieso nicht allzu gut. Das Kampfsystem fand ich ein bisschen, naja. Auch wenn es in der zweiten Hälfte, glaube ich, besser war. Und ansonsten, die Story war halt ein bisschen zu generisch. Guter Junge, böse Welt mäßig, keine Ahnung. Aber Systeria wurde halt durch Berseria dann komplett nochmal umgekämpft und gerettet. Weil Berseria mehr oder weniger die Vorgeschichte ist. Also Berseria ist eine eigene Geschichte gewesen, die gut war. Aber einige Charaktere, die man in Systeria gehört hat, vom Namen her, oder die man bekämpft hat teilweise sogar, die hat man dann halt in Berseria selber noch gespielt und man hat da mehr oder weniger herausgefunden und gesehen, warum aus denen das geworden ist, was im Endeffekt aus denen geworden ist. Wenn ich mich gerade nicht irre, hat man nämlich in Zestiria Zavid gespielt und in Berseria war er nur ein Begleitcharakter, den man nicht gespielt hat. Und man hat da dann wirklich die Gründe erfahren, warum er in Zestiria so drauf war, wie er drauf war. Aber gut. In den neueren Halos war das besser. Ja, ist klar. Die hatten halt eine Grundidee für eine Story und sie wollten einen Shooter machen. So. Das Problem ist, glaube ich, auch, dass so die Urgestein-Shooter, sowas wie Wolfenstein und Co. oder Doom, das waren ja auch einfach nur solche Gänge aneinander geklatscht. Das behaupte ich mal. Gerade die ersten halt. Da ging es halt um den Skill, einfach zu überleben und bis zum Ende durchzukommen. Aber bei einem Spiel wie Halo erwarte ich mehr Story und weniger sinnloses Geballer die ganze Zeit. Muss ich einfach mal so sagen. Halo ist für mich halt ein Story-Shooter eigentlich. So wie Bioshock. Und nicht einfach nur dumm drauf losballern die ganze Zeit, um des Ballerns willen. Da nehmen wir wieder Medkit. Macht er die Tür jetzt noch auf oder ist die Tür schon auf? Bin ich eigentlich rückwärts gegangen oder? Ach ne, ich muss da lang. Okay. Ich muss da irgendwie lang. Macht er irgendwie was? Ah, er macht doch was.
Okay. Da liegt wieder Medkit, okay. Zumindest geizen sie jetzt in dem Level auch nicht mit Medkits. Zumindest meistens nicht. Zack. So. Aber ja, es sind einfach immer wieder die gleichen Abschnitte hier. Ist natürlich auch relativ, in Anführungsstrichen, einfach verdientes Geld. Weil man halt nur einmal die Assets machen muss und danach spiegelt man das ganz einfach in der Software. Und schon hat man sein Level. Dabei, ihr Schiff zu reparieren. Ihre magische Natur täuscht über ihre Intelligenz hinweg. Irgendwas ist... Wo kommt der auf einmal her? Zack. Fährt man im Buch. Wo war das Medkit? Hier unten war das Medkit. So. Halo sollte ursprünglich ein Strategiespiel werden. Ja gut. Hätte vielleicht auch mehr Sinn ergeben für die Story, wenn man die in den Fokus gesetzt hätte. Ich meine, Strategiespiel wäre es für mich noch hier uninteressanter geworden. Aber ja. Was soll's? Uns auf dem Mac. Warum die da liegen, hat er einen wunderschönen Hintergrund. Jemand hat schon andere gefragt vor dem Schief. Ja. Ich meine, was heißt gefragt? Der Typ hat uns einfach hierher geportet, ohne zu fragen. Und ich finde es aber schön, dass offenbar jeder, der hier langgelaufen ist, wirklich jeder, ein Medkit dabei hatte. Nur der Master Chief nicht, der hat kein eigenes Medkit dabei. Das ist sehr interessant. Jeder darf ein Medkit mithaben, nur er nicht. Er muss sich bei den anderen dann durchfüttern, quasi. Er fährt mal ein Buch, also bekommt ohne noch Halo Wars. Gut zu wissen. Der hat dafür einen sein Schild. Ja. Bullshit, ich will ein Medkit. Ich will ein Notfall-Medkit. Also, wenn man halt zumindest ein Medkit auf Vorrat mitnehmen könnte, das wäre halt mal was. Das war die letzte Tür jetzt, oder? Behaupte ich einfach mal. Wow. Und da ist das Medkit schon wieder überflüssig geworden. Oder hinfällig geworden. Alter, ist ja gut. Wie viel denn noch? Da kommen ja noch mehr. Ach komm. Das war jetzt Bullshit, das wissen die auch. So. Oh scheiße, meine Shotgun ist gleich leer.
Bitte gib mir Muni. Muss ich da nicht alle platt machen oder kann ich einfach irgendwo hingehen? Ach komm, wirklich? Ich bin durch eine kleine Kacklücke jetzt gefallen? ja, lauf in die Mitte, habe ich mir schon fast gedacht. Dass man hier nicht wirklich jetzt alle platt machen kann, das habe ich mir schon jetzt gedacht. Da ist so eine kleine Lücke und ich falle da durch, ist klar. Guck dir diese Lücke an! Ende hoffentlich. Uff. Die Energieschranke um den Index wird deaktiviert, sobald wir das Erdgeschoss erreichen. Ja, Chris, wäre es nicht passiert. Ist das jetzt endlich ein Schwert für mich? Und es sieht aus wie ein Schwert. Gib mir das Schwert. Es ist kein Schwert. Ich nehme den Indexwert des Transports an mich. Organische Lebensformen sind für Infektionen anfällig. Der Index darf nicht in die Hände der Blatt gelangen, bevor wir den Kontrollraum erreichen und die Einrichtung aktivieren. Die Flatte breiten sich aus, also Tempo. Doppelter Verrat. Doppelter Verrat? Das ist ja schon die nächste Mission, oder? Ist jeder Organismus, der genug Masse und kognitive Fähigkeiten hat, ein potenzieller Überträger? Stimmt etwas nicht? Nein. Nein. Gut, wollen wir? Leider hat sich meine Nützlichkeit nun erschöpft. Das Protokoll gestattet es Einheiten meiner Klasse nicht, eine so wichtige Aufgabe wie die Vereinigung des Index mit dem Kern auszuführen. Dieser letzte Schritt ist der Ihre, Reclaimer. Das ist sehr unerwartet. Ach, wirklich? Cortana. Ich war die letzten 12 Stunden hier drin und habe zugesehen, wie Sie diesem Ding helfen, unser Grab zu schaufeln. Er ist ein Freund. Oh, das war mir nicht klar. Ein Kumpel. Sehr schön. Ist Ihnen klar, wozu er Sie beinahe gebracht hätte? Ja. Zum Aktivieren von Halo und Vernichten der Flut. Dazu haben wir den Index in den Kontrollraum gebracht. Im Ernst? Eine künstliche Intelligenz im Kern? Das ist völlig inakzeptabel. Klappe halten! Wie unverschämt! Ich werde sie löschen! Vielleicht keine gute Idee. Wie können Sie es wagen? Wagen? Ich habe den Index. Und jetzt die Leine. Genug! Die Flut breitet sich aus. Wenn wir Halo aktivieren, löschen wir sie aus. Sie wissen nicht, was der Ring tut, stimmt's? Wozu er gebaut wurde. Halo tötet nicht die Flood, sondern ihre Nahrung. Menschen, Allianz, alles. Wir sind alle essbar. Die Flood stoppen nur, wenn sie keine Nahrung haben. Und genau dafür sorgt Halo. Die Auslöschung allen empfindungsfähigen Lebens. Fragen Sie, los! Stimmt das?
unfair. Technisch gesehen hat der Impuls einen Wirkungsradius von 25.000 Lichtjahren. Da die anderen folgen, gibt es in der Galaxis kein Leben mehr. Zumindest kein Leben mit genügend Biomasse, um die Flat zu ernähren. Aber das war Ihnen ja klar. Oder etwa nicht? Da fehlte wohl ein Detail. Wir haben die Eindämmungsvorschriften genauestens befolgt. Sie haben mich bei jedem Schritt durch diese Krise begleitet. Chief, ich orte Bewegungen. Warum zögern Sie? Sie haben es doch schon getan. Wir müssen weg. Sofort. Letztes Mal fragten Sie mich, was würde ich an Ihrer Stelle tun, wenn ich die Wahl hätte? Meine Antwort lautet nach wie vor: Es gibt keine Wahl. Wir müssen den Ring aktivieren. Wir müssen weg. Wenn Sie nicht helfen, suche ich mir einen anderen. Ich benötige den Index. Geben Sie mir die künstliche Intelligenz oder ich muss sie mir nehmen. Kommt nicht in Frage. So sei es. Kopf aufbewahren, Rest beseitigen. Achtung! Ja, das ist die nächste Level schon. Gut, die Sequenz habe ich jetzt noch mitgenommen. Gut. Aktivieren Sie die Waffe im Zentrum von Halo und erfahren Sie die ganze Wahrheit. Ich sehe schon wieder Schnee, das gefällt mir schon wieder nicht. Warte mal, das Bild da mit dem doppelten Verrat, das ist die komische Festung aus dem einen Nerf-Level von gestern, oder? Ich wurde jetzt einfach dahin geportet. Wow, okay. Ja, doppelter Verrat heißt Verrat von dem KI-Bällchen mit der crazy Lache. Und wahrscheinlich Verrat von dem Commander noch. Gehe ich mal ganz stark von aus. Das wurde ja von Cortana schon impliziert. Dass irgendwas mit dem nicht stimmt. Gut, das ist dann jetzt Mission 8. Und 9 und 10 folgen noch. Also noch 3 Level. Also noch, sagen wir mal, 5 Stunden bei meinem Skill- und Geschwindigkeits- Stand, wie ich Level abschließe. Gut, wir haben es gleich 19 Uhr. Das heißt, in einer halben Stunde gibt es wahrscheinlich bei mir Abendessen. Pi mal Daumen. Frühestens in einer halben Stunde, wahrscheinlich eher in einer Stunde, aber gut. Waren 2 Stunden 18, also 2,5 Stunden ungefähr jetzt Halo für 2 Level. Das ist, glaube ich, ganz okay. Dann würde ich jetzt erstmal eine Stream- und Aufnahmepause machen. Und mal gucken, wie spät, so zwischen 9 und 10.30 Uhr. Dann sagen wir mal lieber zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr irgendwann. Dann würde ich nochmal einen Stream starten. Außer es geht nachher irgendwas im Discord. Also wenn Pat gleich irgendwie noch schreibt, dass nachher mit irgendwem was im Discord läuft. Und zwar nicht Among Us. Wobei es ist Samstag, Lou ist eh nicht da. Das heißt, es wird auch kein Among Us gespielt. Fairerweise. Also wenn irgendwas halbwegs Interessantes im Discord läuft, Mario Party, Pummel Party oder sowas, dann würde ich wahrscheinlich nachher nicht streamen. Vielleicht streame ich auch dann Pummel Party oder so, mal gucken. Je nachdem, ob es den Leuten passt. Und der Commander ist nicht böse, hast du falsch verstanden. Okay. Klang halt so. Irgendwie. Aber wo kommt denn der zweite Verrat her? Verrat ist von dem Vieh. Der doppelte Cortana dann noch, oder? Ja, wahrscheinlich auch nicht. Bis jetzt nichts geplant. Ja, kann sich ja jetzt in den nächsten 2,5 Stunden gleich irgendwie was klären vielleicht. Also wenn irgendwas im Discord geplant ist, dann würde ich entweder dann halt streamen, wie wir dann das im Discord zocken, oder halt auch nicht. Ansonsten würde ich wahrscheinlich dann später entweder den NES-Abend über die Bühne bringen, oder ich würde wahrscheinlich Mario Party 5 den Story-Modus spielen. Tendenz ist, glaube ich, irgendwie zu Mario Party 5. Irgendwie hat mir das jetzt gerade, irgendwie bin ich jetzt gerade voll auf dem Mario Party-Trip. Zumindest auf dem Oldschool-Mario Party-Trip. Weiß nicht, irgendwie bin ich voll Feuer und Flamme für Mario Party 5 aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht warum. Ja, das, wie gesagt, wäre noch eine Option. Die dritte Option wäre halt Cuphead. Aber ich glaube, Cuphead, ja, das kann ich auch noch morgen Abend oder so machen. Oder Montagabend, wie auch immer.
Bei Cuphead will ich eigentlich nicht länger als eine Stunde spielen abends und jetzt am Wochenende habe ich halt abends dann ein bisschen mehr Zeit. Weil ich glaube, nach einer Stunde Cuphead reicht mir das dann auch. Deswegen würde ich dann sagen, bis eventuell später, wenn irgendwer anderes außer Pet noch da ist, aber ich glaube, dass gerade alle anderen irgendwie selber unterwegs sind oder was auch immer machen. Dementsprechend, ja. Ja gut, könnten ja auch sonst nachher noch wieder eine Runde Minigolf, beziehungsweise vielleicht auch Multiplayer-Plattform-Minigolf, das wäre auch eine Option. Hummelparty, wie gesagt, Mario Party über Netplay könnten wir uns angucken. Das könnten wir vielleicht mal echt mal irgendwann testen. Oder wir schreiben mal Suri an. Weil du meinst ja, dass Suri recht viel Netplay anscheinend spielt. Wäre interessant zu wissen, wie gut mittlerweile der Dolphin-Emulator Netplay unterstützt. Also das läuft. Ich würde es ja selber testen mit zwei Rechnern, aber im gleichen Netzwerk ist es eventuell witzlos. Außerdem muss ich an zwei Geräten hin und her hocken, aber naja. Ich habe es auch noch nie eingerichtet, ehrlich gesagt. Dürfte aber eigentlich gar nicht mal so schwer sein, wahrscheinlich. Aber gut. Dann würde ich sagen, soll es das für Halo heute gewesen sein. Und ich hau mal so Pi mal Daumen. Keine Ahnung. So 20 Uhr, 20:30 Uhr für morgen Abend raus. Meine Mutter ist um ungefähr 19 Uhr wieder da. Das heißt, sie sind auch relativ früh im Bett dann wahrscheinlich. Mein Bruder hat eine Nachtschicht, soweit ich weiß. Das heißt, es ist auf jeden Fall von der Seite aus ruhig. Dann würde ich nämlich morgen Abend nochmal von, keine Ahnung, 8:30, 7:45 bis 10:30 spätestens. Also, oder bis 10 Uhr. Wahrscheinlich morgen nur eine Mission dann. Je nachdem, wie lange die Mission halt geht. Wenn die Mission eine Stunde geht, dann mache ich noch eine zweite. Wenn die Mission 1,5 Stunden geht, dann reicht das auch eigentlich. Aber gut, das wäre dann der Plan für morgen Abend, was Halo angeht. Und ja. Dann würde ich sagen, adios und bis später eventuell dann.